Willkommen zurück zu SFS Planet Edit Tutorial. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute mache ich wieder ein kleines Update-Video, wie damals in der 1.5.7. Wieder werde ich die neuen Features alle einmal vorstellen, einmal erklären. Und ihr seht auch hier die Datei. Da habe ich die ganzen Sachen hinzugefügt. Die habe ich auch schon geupdatet. Das heißt, wenn ihr es runterladet, dann könnt ihr einfach die neueste Version davon haben. Und ja, schaut es euch an. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare, dann beantworte ich sie. Oder schaut euch auch die alten Tutorial-Videos dazu an, wo ich grundlegend alles eigentlich erklärt habe, bis auf eben die neueren Sachen. Jedenfalls würde ich sagen, wir beginnen einfach mal die ganzen neuen Features durchzugehen. Wir haben als allererstes Radius Difficulty Scale, Skalierung bei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Die gab es eigentlich schon in 1.5.7, aber auf Mobile hatte sie keine große Signifikanz, daher habe ich nicht sonderlich darüber geredet. Wir haben Normal, Hard und Realistisch. Normal und Hard sind ja jetzt auf Mobile verfügbar, Realistisch ist bisher immer noch nur auf Steam. Und damit kann man eben Sachen skalieren, in diesem Fall den Radius. Zum Beispiel haben wir den Radius von der Venus, das sind 300.000 Kilometer. In der normalen Schwierigkeitsstufe ist es auf 1, also 300.000 Kilometer. In der schwierigen Schwierigkeitsstufe haben wir quasi 600.000 Kilometer, 200 mal 300.000 und realistisch haben wir dann 3 Millionen Kilometer. Und damit kann man das quasi Friede, Freude hochskalieren, wie man möchte. Und davon gibt es auch mehrere, einmal für Radius, für die Gravitation, für die Höhe der Atmosphäre, für Curve, quasi die Abnahme der Atmosphärendichte und so weiter und so fort. Daher werde ich jetzt hier einmal genauer drauf eingehen und ein bisschen später weniger erwähnen. Zum Beispiel hier Gravity können wir die Gravitation quasi auch verändern. Grundlegend im Spiel wird das quasi nie verwendet, da die Gravitation quasi schon im realen Vorbild angepasst ist. Zum Beispiel hier 8,87 Meter pro Sekunde Quadrat an Fallbeschleunigung gibt es auf der echten Venus auch und 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat auf der Erde ist auch realistisch. Daher braucht man das eigentlich nicht, aber man kann es trotzdem machen, also viel Spaß. Jedenfalls haben wir hier weitere Optionen, Significant True, ist Angabe für die Auffälligkeit des Planeten. Wenn es auf True ist, dann ist es quasi wie ein ganz normaler Planet. Wenn es auf False ist, dann ist es quasi ausgegraut, wie der neue erdnahe Asteroid. Dann kann man den kaum erkennen, Namen wird ausgeblendet, die Umlaufbahn kann man kaum sehen, den Planeten selber kann man kaum sehen und ist damit ziemlich versteckt. Ist ganz nützlich, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel Asteroiden macht, eine große Menge und nicht alle gleichzeitig so auf dem Haufen sehen möchte, dann kann man das gerne ein bisschen kleiner machen, indem man das dann auf False setzt. Dann haben wir Rotate Camera, Angabe für die Rotation der Kamera unterhalb Time Warp Height. Ihr erinnert euch bestimmt noch an Time Warp Height, das ist die minimale Höhe für die Zeitbeschleunigung. Auf der Erde 25 Kilometer, auf der Venus 35. Und wenn man außerhalb dieses Bereichs ist, ist die Kamera sowieso immer so eine Standardrotation quasi gedreht. Und darunter dreht sich die Kamera so, dass man quasi senkrecht zum Boden, zur Oberfläche gedreht ist. Und das kann man hier auch wieder an- und ausschalten. Tatsächlich wird das in keiner Version oder in keinem Planeten auf False gesetzt, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber naja gut, man hat die Option, dann kann man sie auch nutzen. Jedenfalls gehen wir weiter. Wir haben Height Difficulty Scale für die Höhe von der Atmosphäre, physischen Atmosphäre. Normalerweise bei der Venus 40 Kilometer, bei der Erde sind es 30 Kilometer. Und das kann man auch wieder skalieren, wie man lecker lustig ist. Normal, hart, realistisch. Könnt ihr auch wieder eure eigenen Werte eintippen, die ihr haben wollt. Genauso mit Curve. Falls ihr nicht mehr wisst, was Curve ist, das ist ein Multiplikator für die Abnahme der Atmosphärendichte. Und eigentlich müssen die Werte hier kleiner werden. Grundlegend, wenn ihr nach oben in die Atmosphäre, in die obere Atmosphäre quasi eindringt, dann ist die Atmosphärendichte deutlich geringer. Ihr habt weniger Luftwiderstand. Und im Grunde, wenn man das höher macht, dann nimmt diese Atmosphärendichte schnell ab. Schließlich ist es Multiplikator für die Abnahme, nicht die Zunahme der Atmosphärendichte.
Das heißt, wenn man hier einen höheren Wert nimmt, dann nimmt die Atmosphärendichte schneller ab, was relativ unrealistisch ist. Dann nehmen wir halt statt 2 einfach 0,5 und realistisch ist dann 0,05. Aber an sich funktioniert das dann genauso. Könnt ihr Werte einsetzen, die ihr haben wollt. Wir gehen mal weiter. Dann haben wir hier Terrain Formula Difficulties, quasi Beschreibung der Oberfläche. Die hatten wir auch schon vorher. Wir haben einmal normal, hart und schwer. Hart und realistisch meine ich. Und dort könnt ihr eben auch unterschiedliche Oberflächen machen, je nachdem, welche Schwierigkeitsstufe ihr habt. Von der Struktur her funktionieren sie genauso wie hier bei normal. Daher habe ich da nur 3 Punkte reingesetzt. Und dann könnt ihr auch beliebig Sachen machen. Zum Beispiel, wenn ihr Mars macht auf realistisch, dann habt ihr da so ein gigantischen Olympus Mons drin, der einfach 12 Kilometer hoch ist. Oder eben auf normal macht ihr dann einfach den deutlich kleiner. Ja? Dann haben wir Rocks, wahrscheinlich das beliebteste neue Feature hier drin. Fügt Steine auf der Oberfläche hinzu. Es gibt Rock Type, verschiedene Gesteinsarten. Einmal Rock Square und Rock Round. Rock Square sind quasi kantige Steine und Rock Round sind runde. Die meisten Planeten benutzen Rock Square, also Merkur, Venus, Mars und das war es eigentlich schon. Rock Round wird von den Marsmonden Phobos und Deimos verwendet. Und ach ja, fast vergessen, Mond und der erdnahe Asteroid haben auch beide Rock Square. Das heißt, ja, da habt ihr die Verteilung. Es könnte sein, dass es weitere gibt, das kann ich leider schwer herausfinden. Ich meine, ich könnte hier, keine Ahnung, Rock Triangle für Dreieck eintippen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Jedenfalls, hier haben wir Rock Density, Dichte der Verteilung von Steinen. Werte über 1 können Überlappung hervorrufen. Das heißt, je höher der Wert hier ist, desto mehr Steine könnt ihr auf der Oberfläche sehen. Und wenn ihr den Wert halt viel zu hoch macht, dann überlappen sich auch einige Steine hier und dort. Es kommt auch natürlich darauf an, wie groß ihr die Steine macht. Daher kann es auch ein bisschen unterschiedlich sein. Dann haben wir Min-Size, Max-Size, minimale und maximale Steingröße im Meter. Hier haben wir minimal 15 cm, maximal 2 Meter. Das eine kann man in der Hand halten, das andere, da kann man sich einfach drauflegen. Also schon ein gewisser Unterschied. Dann haben wir Power Curve, Größenverteilung der Steine. Niedrige Werte vergrößern die meisten Steine auf Max-Size. Heißt, hier bei 0,0 sind im Grunde alle Steine 2 Meter groß. Wenn man einen höheren Wert eintippt, dann werden die halt ein bisschen kleiner oder beziehungsweise dann werden die meisten Steine quasi kleiner. Das ist dann ein bisschen zufällig quasi verteilt. Der höchste Wert, den ich gesehen habe, ist 2,5, aber ich glaube nicht, dass es dort ein Maximum gibt. Wenn ihr quasi einen sehr hohen Wert eintippt, dann sind alle Steine ziemlich klein. Dann haben wir Max Angle, maximale Rotation der Steine in Grad. Das dreht dann quasi Steine, wo sie gerade sind. Das ist relativ zufällig verteilt. Da kann man nur den maximalen Wert angeben, halt eben zwischen 0 und 360. Wenn ihr sagt 0, dann drehen sich die Steine natürlich gar nicht, sind alle in derselben Rotation. Wenn ihr auf 360 packt, dann können sie sich wild im Kreis drehen, wie auch immer sie gerade liegen. Jedenfalls haben wir noch zwei weitere neue Sachen. Einmal SMA, Difficulty Scale. SMA, Semi-Major Axis, große Halbachse, beziehungsweise die durchschnittliche Orbitalhöhe und standardmäßig 1 zu 20 verkleinert. Hier haben wir 385.000 Kilometer. Das ist der Abstand zwischen Sonne und der Venus. Und das kann man auch wieder skalieren, normal, hart, realistisch. Und zu guter Letzt haben wir SOI, Difficulty Scale. SOI, Sphere of Influence, Einflussbereich, ist quasi der Bereich, in dem ihr um einen Planeten herum einen Orbit haben könnt. Und das könnt ihr auch wieder größer oder kleiner machen. Jedenfalls waren das quasi alle neuen Features. Ich weiß nicht sonderlich viel. Am spannendsten natürlich die neuen Steine. Nochmal, die Datei ist wieder als Download verlinkt. Könnt ihr einfach mal anschauen. Und ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Zukunft werde ich das auch in mein Flaggersystem einfügen, aber an sich wollte ich eigentlich noch auf die 1.6 warten, das Wasser-Update quasi. Daher könnte es noch ein bisschen dauern. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!